Hi, es gibt einen ganz, 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 ganz kleinen Mischmasch-Haul, der allerdings schon ein bisschen ins Geld reingegangen ist. Und zwar habe ich eine neue Uhr. Finde die total geil. Also ich finde die super geil. Also das ist eine Casio-Uhr. Ich muss das mal ein bisschen hier sortieren. Ich mache mal hier runter. Das ist die hier. Die sind ja sehr günstig und irgendwie total im Trend im Moment. Ich ziehe mal ganz kurz aus. Ich habe mir allerdings eine Herrenuhr, habe ich mir bestellt. Die sieht so aus. So sieht die aus. Die hat in der Mitte so, wenn man das sieht, diese so einen roten, so rot abgesetzt noch ein wenig. Hier mit so einer, mit so ein bisschen so ein drumherum, so ein, ja, so ein Rahmen. Man kann die, ich kann das mal zeigen. Also, hier unten, muss ich selber mal ganz kurz gucken, da kann ich einmal die Stoppuhr habe ich dort, dann habe ich hier, kann ich natürlich ändern und sowas, jetzt muss ich mal kurz schauen, dann habe ich hier unten, was ist das nochmal? Achso, da kann ich anstellen, Wecker und bla 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 halt, ne? So, hier oben steht auch Freitag, der 15. Licht geht auch. Und das ist total die Rounder-Uhr. Man kann die hier, da ist ja dieser Verschluss. Ich habe das Stück, ist mir zu groß, weil es ist ja eine Herrenuhr. Hier ist so ein ganz kleines, ja, wie nennt man das? So ein Pfeil dran. Da kann man dann mit einem spitzen Gegenstand runtergehen, hochklappen und dann so enge einstellen, wie man es gerne hätte. Für mich reicht das allerdings. Und man braucht also nicht zum Uhrmacher zu gehen, um sich das irgendwie enger machen zu lassen oder so. Und die habe ich mir geholt. Die ist jetzt komplett, ja, so vergoldet oder sowas. Ja, fand die mega, mega, hoppala. Ich fand die mega cool und die kostet wohl neu. Ich kann es mal hier hinschreiben. Ich kann das mal recherchieren. Die kostet neu, glaube ich, 59 Euro. Ja, genau. Und habe die auch neu gekauft, natürlich bei Amazon allerdings für 44 Euro. Ein paar zerquetschte. Die kam hier in diesem typischen Casio-Pappschachtel-Ding und hier in diesem, halt, das war alles natürlich da dran und hier drin lag die. Also die kommen wirklich super gut verpackt und da braucht man sich keine Sorgen zu machen, wenn man sich sowas kaufen möchte. Da gibt es auch diese Casio-Uhr, die zum Beispiel Mira, die Fanny Pilgrim hat, diese mit diesem Türkis und so. Also echt coole Uhren haben die da. Und weil ich die halt von meinem Freund noch zusätzlich zum Geburtstag gekriegt habe, ich habe mir auch schon ja diese vom, ich weiß nicht, ob ich das schon hochgeladen habe, auch von meinem Oberhausen-Haul habe ich mir ja noch Schuhe von ihm halt vom Geburtstagsgeld geholt. Und ja, Geburtstagsgeld, das hört sich so komisch an. Ja, aber ich habe dann halt auch noch mal ein bisschen dort rumgestöbert und habe dann noch etwas gefunden. Und zwar, wer mir auf Instagram, Instagram verfolgt, der mich da verfolgt, der hat gesehen, dass ich da Schuhe gepostet habe, die ich zuletzt anhatte. Und zwar sind die von einer italienischen Marke. Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Giudecca oder so ähnlich. So heißt das. Mit so einem Flamingo. Auch total süß mit so rosa abgesetzte Verpackung, weil Flamingos sind ja rosa und so, ne? Und die Schuhe, wie gesagt, die sind hier so so angekommen. Das ist der Schuhkarton hier vorne. Zieht man an so einer Schlaufe, zieht man die raus und hier ist, guckt was raus. Und hier drinnen rosa, also kann man total süß irgendwie wiederverwenden als so eine Schublade für Schmuck, Schminke oder was auch immer. Also wir werden ja verwenden, also ich werde Verwendung dafür finden. Und was mich da als erstes, angesprungen hat, war eine Tüte von dieser Firma. Das ist so ein Shopping-Bag. Der war da auch noch drin, total cool. Ja, der war dabei. Fand ich total cool, also als so ein Extra. Diese Schuhe waren einzeln verpackt in so Schuhsäcken. Und ja, hier natürlich, ne, Papier und so weiter und so fort. Und die Schuhe sind mal mega geil. Die sind aus Wildleder und Vintage. Richtig geil. Also total mein Fall. Sie haben mir ja schon online gefallen. Aber als ich die dann auf einmal live gesehen habe, in der Hand hielt und gedacht habe, boah, sind die megamäßig. Also die Sohle, ne, hier schön mit einem kleinen Absatz.
und sind schön eng am Fuß. Hier vorne, wie gesagt, total, als hätte man das sich selber abgetreten. Hier hinten genauso. Und die sehen einfach nur super mega geil aus. Also vor allen Dingen hier diese Ösen sind, wenn man die umklappt, sind das Nieten. Sowas von megamäßig. Also Nieten drumherum und dann halt auch auf der Zunge, nennt man das so, ich glaube schon. Die Zunge ist dann halt so und die ist, wenn man die umklappt, auch mit Nieten voll. Also man kann die natürlich hochtragen, ne? Dass sie halt wirklich eng am Bein so anliegen. Sind die auch schon geil. Die fühlen sich auch so toll an, die sind so bequem. Und oder halt man trägt die total so halb offen, halb zu und dann sieht man halt so die Nieten und so. Richtig geiler Schuh. Also ich bin sowas von mega begeistert davon. Also die kosten wohl, das haltet euch fest, das ist das Geile. Die kosten wohl neu. Ich habe mir die Preise nicht behalten. Für mich war natürlich nur noch dieser reduzierte Preis begeisternd. Ich glaube 160 Euro, also 159 Euro kostet dieser Schuh normalerweise. Aber dann stand da auf einmal dran, ab 44 Euro? Nee, da war ja die Uhr. Ab 45 Euro, 54 Euro. Dann habe ich mir gedacht, ist wahrscheinlich wieder ab Schuhgröße 41 oder so. Ne? Und dann habe ich da angeklickt, Größe 38, weil ich habe 38. Und tatsächlich war die Größe 38 reduziert auf 54 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie das mittlerweile, weil es ist ja jeden Tag immer irgendwie unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Größen war. An dem Tag war Schuhgröße 39, war noch 78 Euro, glaube ich. Hätte ich mir auch genommen, hätte ich Schuhgröße 39 gehabt. Aber das war natürlich optimal. Die Schuhe sind super weich, wie man es halt von Wildleder kennt. Ich muss sie noch einsprühen. Ich habe das an dem Tag, als ich die das erste Mal anhatte, nicht gemacht. Ich wollte sie einfach nur anziehen. Und also diese Nieten, die haben mich echt total angetan. Die sind sowas von cool, weil Nieten sind ja jetzt im Moment total Trend. Und weil die so wirklich so total knautschig sind und überhaupt nicht hart. Und richtig geiler Schuh. Ja, das wollte ich euch zeigen. Also das waren meine Schätze diesen Monat, dass ich mir, dass ich das entdeckt habe. Wahnsinn. So, jetzt tue ich die direkt mal in meine Schuhdingsterbumster rein. Ja, das wollte ich euch unbedingt zeigen, weil der Karton und alles war, das hat mich total so positiv überrascht, ne, wie süß das alles so gekommen ist. Jo, dann habe ich mir noch ein Buch gekauft, das kam gerade an über eBay. Und zwar Elfenliebe, das ist ja mein zweites Buch von Elfenkuss, was Ewigkeiten gebraucht habe. Ich hab die Krise gekriegt, 2 Wochen hat das jetzt gedauert, dieser Versand, obwohl ich da direkt überwiesen habe und das finde ich eine Frechheit von diesem Ebayer und das werde ich ihm auch in den Kommentaren, in den Bewertungen werde ich da auch sagen, das geht gar nicht, also wenn man vor allem darauf wartet, so wie ich, und dann nicht kommt, ist doof. Also so an sich ist das Buch wirklich in gutem Zustand. Ich sehe gerade, hier ist ein Eselsohr, mag ich nicht so gern, aber ja gut, ist ja ein gelesenes Buch und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es endlich habe. So. Das habe ich mir, und dann war ich gerade ganz schnell bei DM, was wirklich überhaupt nicht lohnenswert hier ist, zu erzählen. Aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe mir einmal Babycreme geholt, diese Penaten, weil die benutze ich immer abends, wenn ich einen wunden Hintern habe. Nee, ich benutze es halt immer, wenn ich Pickel habe, wasche ich mein Gesicht und dann creme ich das ganz fett mit Penaten ein. Ich finde, dass das wirklich oft hilft, eine Entzündung oder sowas, also Rötung davon rauszukriegen und dafür hole ich mir die und meine andere, die war schon abgelaufen, obwohl da noch was drin war, aber die kostet nur 1,55, deswegen muss ich jetzt nicht hier, wer weiß was. Ja, die hole ich mir halt dann regelmäßig. Dann habe ich mir wieder meine Gliss-Kur, Sprühkur geholt, diese Maca-Marekich-Öl, die fand ich richtig cool, die ne, benutze ich, die kostet 2,95 und dann habe ich mir noch, das war das letzte schon, dann habe ich mir ein Ebelin Lidschattenpinsel geholt, schräg, von dieser schwarz-weißen Edition. Ich mache den mal mit euch zusammen auf. Ich glaube, ich habe hier sogar einen. Eigentlich war ich bei DM, um mir so einen Acrylständer zu kaufen, aber genau den, den ich eigentlich seit Monaten dauernd in der Hand habe und immer sage, nee, hole ich nicht, ist zu teuer, wollte mir heute holen, der war natürlich nicht da. Ist typisch. So.
Nee, immer noch nicht ab. Was soll denn das? Ah, jetzt aber. So. Auf jeden Fall hat mich der so an diesen Babybuffer erinnert und deswegen habe ich den mitgenommen. Schaut mal. Das ist so ein abgeschrägter Lidschattenpinsel, soll das sein. Und ich finde aber, dass der so, oh, sieht echt wie so ein Buffer. Schaut mal so. Ne, so richtig buffermäßig. Bin mal gucken, bin mal gespannt, wie der funktioniert so und ja. Habe ich noch irgendwas Neues, was ich euch zeigen möchte? Ich habe ja lange nicht mehr so geguckt, was ich denn neu habe vom... Ja, ich habe tatsächlich etwas Neues, das, was ich euch noch zeigen kann. Und zwar habe ich im Kleiderkreisel natürlich, ne, habe ich halt getauscht, aber dieses Mal nicht viel. Und zwar ist das einmal ein Lidschatten von L'Oreal, diese Color Appeal Lidschatten. Da habe ich so einen ja, Champagnerfarbenen abgegeben und sie hat mir dafür einen in der Farbe 153 Metal Plum hat sie mir dafür geschickt. Der sieht so aus. Und geswatcht. Ist der so. Also hat ein bisschen was von Satin Taupe, finde ich. Nur ein bisschen mehr lila Einschlag. Vielleicht, ich kann mal direkt den Live-Test machen. Vielleicht ist das so ein bisschen wie Toasted, aber ich glaube nicht. Nee, Toasted ist ja mal, ne? Machen wir direkt mal hier. Obwohl, nee, das hier ist Toasted und das ist dieses Metal Plum. Aber sehr coole Farben, wie ich finde. Habe ich allerdings noch nicht probiert aufs Auge, weil ich habe den auch noch nicht so lange. Und dann habe ich noch zwei Sachen getauscht gegen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ist ja auch ganz egal. Einmal eine NYX Palette habe ich bekommen von der gleichen Person, genau wie eine Sleek Palette. Bei NYX war das Caviar and Bubbles. Die sieht so aus. Das sind so Nude-Töne und NYX Lidschatten finde ich wirklich sehr gut. Manche bröseln ein wenig, aber von der vom Auftrag und von der Pigmentierung ist wirklich sehr gut. Ich habe zum Beispiel jetzt hier mal das Braune. Ich habe die auch schon benutzt. Schaut mal, das ist echt der Wahnsinn. Also die Pigmentierung ist wirklich sehr gut. So, die habe ich bekommen. Und rein da. Und dann... Ich muss mir halt noch was aussuchen, und dann, da ich ja Sleek-Paletten sehr, 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 sehr gerne mag, habe ich noch Bad Girl, die Palette mir noch genommen. Das ist allerdings, glaube ich, eine Limited Edition. Ich wusste es gar nicht, aber auf dem Karton stand das drauf. Und die ist wirklich noch fast wie neu. Also die hat auch noch dieses Papierchen da drin gehabt. Ich weiß, dass sie bei mir auch nicht oft zum Einsatz kommt, weil dafür trage ich viel zu selten blauen Lidschatten und grau auch, aber... Man ist ja Sammlerin, ne? Und der Applikator war auch noch da drin. Und die Palette sieht so aus. Ist wirklich eine sehr dunkle Palette. Aber die Farben sind trotzdem sehr, sehr schick. Vor allen Dingen, ich finde halt diese grünen und hier dieses, ja, Champagnerfarbene sehr hübsch. Blau hier, das finde ich auch richtig geil. Oder das Lila, also die Pigmentierung ist Hammer. Wer es noch nicht kennt, aber ich denke, ihr kennt es ja alle. Also mit einer richtig geilen Base und schon ordentlich. Ja, und die habe ich halt auch noch getauscht. Ansonsten war diesen Monat, bisher zumindest, ein bisschen tauschfaul. Und, aber ist ja auch nicht schlimm. Manchmal habe ich ohne Ende und manchmal nicht so. Und ja, es kommt halt auch die Zeit, wo ich dann halt relativ zufrieden bin mit meiner Ausbeute. Und da braucht man ja auch nicht mehr ganz so viel. Ja, das war's. Das wollte ich euch zeigen. Und ja, jetzt habe ich wieder neue Sachen, eine neue Uhr. Und diese Schuhe sind einfach der Oberknaller. Also ihr werdet auf jeden Fall Outfit of the Days von mir sehen mit diesen geilen Schuhen. Natürlich sind meine anderen schwarzen auch sehr cool. Vor allen Dingen schwarz und Wildleder. Ich stehe ja total auf Wildleder im Herbst und Winter. Und ja. Geil, ich freue mich auf jeden Fall. Ich liebe Schuhe, vor allen Dingen Winterschuhe. Sommerschuhe, da bin ich gar nicht so hinterher. Da habe ich ein paar, ich habe natürlich ein paar mehr. Aber ich habe halt, ich stehe total auf Stiefeletten und Stiefel, also vor allen Dingen ohne Absatz. Ich finde dieses lässigere
Casual finde ich für mich halt auf jeden Fall besser als so hohe Hacken. Ist einfach bequemer. Ja, ich hole mir mal kurz ein Tüchlein raus. Tücher habe ich im Moment von Primark immer noch. Ich möchte noch mal hin. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Woche oder ja, ne, egal was. Hauptsache, ihr habt's schön. Okay, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.